Wie fies. Hier rausgelassen wird. Das können wir doch nicht tun. So, jetzt aber. Okay, also wir müssen jetzt einfach noch hoch. Das war schon mal nicht das Richtige. Oh! Das hört ja immer noch nicht auf. Ja, ja. Ach Gott. Eieiei. Hatte ich mal bei irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht mehr bei welchem, aber da war der Autosave so blöd gesetzt, dass er wirklich eine Millisekunde war, bevor ich umgebracht wurde. Das ist ja schön. Also bei alten Spielen war das ja verdammt oft so. Wo die Leute einfach nicht durchgedacht haben, wenn der jetzt irgendwie hier nicht mehr diese Items hat, um sich wiederherzustellen, steht er vom Boss und hat einen HP über und stirbt dann, wenn er getroffen wird. Mag ich. Löschen, löschen, löschen. Ist da eigentlich irgendwas? Die kennt da unten gucken, wo der gerade war, ob es da noch so ein Heini gibt. Kommst du nochmal runter? Der Heini ist hier oben, Alter. Das ist nochmal. Nein, nein, nein. Der ist hinter dieser blöden Ranke. Ja. Sehe ich jetzt erst. Warum wusstest du, dass der Kerl da oben ist? Das ist halt Devil Design, Alter. Jetzt kriegst du das Herz, weil ich das Ding rausgeholt habe und dabei gestorben bin. Ernsthaft. Ja. Ich krieg das nicht hin. Ich bin so blöd. Immerhin stehe ich nahe. Ne? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Das erste Ding. La 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 la. Komm, einmal, ja. Jetzt ist aber gleich Boss-Time. Ach, ich freue mich ja drauf. Das ist so schön. Zu wissen, dass man wieder voll drauf gehen wird. Haben wir jetzt eigentlich genug, um diesen einen Bonus-Level vorhin noch zu machen? Nee, ich glaube nicht. Ach, Mann, ach, ich glaube, da fehlt noch einer. Das gibt's doch nicht. Die Zauberkröte. Ist jetzt die Zauberkröte vielleicht der Boss? Ja, ist möglich, oder? Da fehlt echt noch eine. Menno. Ja, komm. Was ist das denn? Ich bin genial! Was? Feinde aus einer anderen Welt haben bereits besuchtes Gemälde heimgesucht. Dadurch ist ein neues Gemälde entstanden, in dem du neue Kleinlinge retten musst. Wenn du die Kleinlinge rettest, werden neue heimgesuchte Gemälde erscheinen. Was? Ah ja. Und wo? Aha. Auf Zeit? Müssen wir das jetzt tun? So schießt man einen Drachen heimgesucht. Hat die Kleinlinge. 60, 40, 50. Okay. Was sind das denn für Viecher? Ich meine, aus einer anderen Welt. Ja, ich sehe es. So, ich will in ihre alte Welt zurückgehen. Die sind hier unerwünscht. Was soll das darstellen? Weißt du? Hast du? Also ist das. So, wir müssen einfach ans Ziel kommen in der richtigen Zeit. Okay. Einfach durch. Warum sage ich das eigentlich und hänge selbst hinten dran? Ja, irgendwie. So, nein. An die hängt alles. Nein! Aber ich meine zwei. Damit kann man erstmal zufrieden sein. Sind das BVB-Fans? Du hast gehört, mein. Ich hab mal gehört, Mainz hat richtig gut abgeschnitten im Pokal. Ja. Fand ich auch. Gegen Köln schlag und so. Schlag mich. Richtig gegen Köln. War ein tolles Spiel, wirklich. Also, ich will auch gar nicht drüber reden, weil. Ich war so begeistert. Ich hab gehört, das muss richtig grausam gewesen sein. Das ist gegen Leverkusen das Spiel. Gegen wie viel? Wir haben gegen Leverkusen verloren? Ganz viel. Aber das war auch einfach schlecht gespielt. Wir haben schon gegen Hannover 1-4 verloren, aber wir lassen es vielleicht. Gehen wir drauf? Level verlassen. Aber da lag es noch so halb an seltsamen Entscheidungen. Aber Leverkusen war Grotte. Schön.
Müssen wir jetzt den Weg nochmal. Ja. Da raus. Oh Gottchen. Das finde ich komisch. Oder vielleicht kann man auch irgendwie so auf meinem. Ja, man kann hier glaube ich auch aussuchen, wo man direkt hinspringen kann auf dem Controller. Schön, ich bin aber trotzdem hier. Oh. Ah ja gut, dann ist jetzt das frei. Denn noch erstmal das machen, dann noch das. Ich würde fast sagen, nachdem wir nächsten Musiklevel, dass wir dann kurz mal unsere Aufnahme sichern und verschnaufen. Und gucken, wie die Fußballergebnisse heute waren. Wer spielt denn? Hallo. Wen spielt Mainz? Hertha. Ja, die sind wieder aufgestiegen. Sollte dann ja wohl kein Problem sein. Mensch. Sollte. Aber da Mainz die letzten vier Spiele alle verloren hat. Aber nicht, dass sie jetzt absteigen. Ja, die ersten vier haben sie ja gewonnen. Und wenn der Trend so weitergeht, ist er ein bisschen. Hast du nicht irgendwann auch mal gegen Bayern gewonnen? Ja, als ich mal bei dir war vor ein paar Jahren. Nicht seltsam. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein. Bayern überhaupt schon ein Spiel in der Bundesliga verloren? Nee, nur einmal unentschieden. In Freiburg. Und Dortmund, glaube ich, in Nürnberg ist ja einmal unentschieden gespielt. Ich finde es sehr spannend, weil das Meisterschaftsrennen ist ja wirklich so zwischen den beiden. Wer mal ein Spiel verliert, hat schon Meisterschaft gekackt. Das ist total toll. Aber im Pokal sind beide noch drin, oder? Ja. Werden sich doch gar nicht wieder drum streiten, oder? Wahrscheinlich, außer die werden schon in der nächsten Runde gegeneinander gelöst. Das ist natürlich dann witzig. Ja. Oh, Blumen. Die irgendwas bringen. Ja, habe ich gut gemacht. Ich will sie eigentlich nochmal abspringen. Okay, du kommst jetzt nochmal her und wartest hier oder du machst das selbst. Ich weiß nicht. Was ist dir lieber? Ich mach's selbst. Na ja. Du machst das gut selbst. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie. Soll ich mal gerade testen? Nee. Okay. Nee, so ja nicht. Du musst ja eigentlich direkt durchfliegen. Außer. Ich mach's nicht ganz clever. Ne. Und dann schlagen. Komm, ich mach das mal mit meinen zwei Leben, vielleicht geht das dann. Nein, nein, nein! Ja, ich hab meine zwei Leben. Das muss doch machbar sein, oder? Ich renn jetzt dahin und. Und komm zurück. Und drück diesmal auf Springen im Flug. Nein, nein, nein! Das ist doch. Hä? Das war exakt. Oder man ist halt wie du und kriegt das einfach hin, wenn man es drauf hat und nicht wie halt. Jetzt schon. Immer noch gar nicht genug Material für dich. Ja, stimmt. Wow. Okay. Aus Versehen gut gemacht. Hi. Bin hier. Geh bitte aus unserem Endbildschirm raus. Boah, ist der hässlich. Ach du Scheiße, wie der aussieht. Ugh. Oh, jetzt gibt's nicht mehr Rubbelbildchen. Nein. Ich glaube, mein. Geht mein Controller schon aus? Ich muss gerade mal gucken. Der leuchtet schon wieder so rot. Der war voll aufgeladen, bevor ich zu dir gefahren bin. Ja, fast leer. Finde ich cool. Das ist klasse, wie lange das Ding hält, ey. Mhm. Ein Traum. Ich glaub. Nein! Nein, das ist passiert. Cool, ne? Was ist denn denn da? Eine rote Glowbox? Rote Glowbox und Kleinbox. Schön. Ich bleib nochmal. Ich mag seinen Gesichtsausdruck einfach. Das ist ein Traum. Das ist schön. Ich mag meinen Marlon. 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 Marlon Raymond? Nachher. Ich geb's ab. Marilyn Raymond. Renn! Zum Boss! Der sieht irgendwie seltsam aus. Und der heißt Panzerkröte. Ich hab das Herz, was natürlich. Na dann, gib uns die Handschuhe der Macht. Ich hab sehr lange gebraucht, um festzustellen, dass das Handschuhe sind. Meine Fresse. Ja, was ist damit?
Gibt's ja eigentlich Secrets oder waren das einfach nur so für einzelne? Das stimmt ja, das wäre sogar noch ein richtiger Level. Der Post-Level. Vielleicht sollten wir rennen? Aha, was willst du schon wieder? Was auch immer der Kerl macht? Der hat das geübt. Ich bin nicht lieb, tatsächlich. Was war das? Was ist das? Die Hypnose. Die Hypnose, Kröte. Ja, wir kommen durch. Schön. Kennst du die Hypnose, Kröte, oder? Ich weiß nicht, wo ich bin. Achso, was ist die Hypnose, Kröte? Ich muss überlegen. Nein. Aus Futurama. Nein. Du darfst mich warten, kann ich mit Drama nicht. Ich weiß, was mit Drama ist, aber ich hab nicht alle Folgen gesehen. Nur immer, wenn es halt gerade mal im Fernsehen ist. Er ist wieder sehen. Oh ja, macht ja nichts, ist ja auch nicht eng hier oder so. Wo bist du eigentlich? Ha. Toll. Wie assi. Ach, come on. Vorne? Das ist seine erste Form. Was? Er zieht die scheiß Panzerung bestimmt dreimal wieder an. Na komm, dann kannst du. Nein, komm. Achso, ich hab einen Preis. Facebook. Oh, ist Liebe. Sollte man vielleicht mal aufladen? Hier kann man gar nicht mehr mit dem Sport. Und sieht das auch erledigt. So. Wir sollten jetzt irgendwie ausweichen. Geht nicht. Dann bleib du mal rechts und glatze. Okay. Wir müssen es gleich aufteilen, wenn wieder diese Form anfängt. Das ist ja ein relativ Sinn. Okay. Dann hat das Ding hier auch sprengen. Ja, passt. Passt. War blöd. War dumm. Könnte mir das passieren. Na komm. Alter, hier sind unsere Raketen! Hilfe! Hilfe! Ja, ich bin gleich da! So. Klasse. Okay, du bleibst jetzt irgendwo tot. Schlag mich mal. Ja, gerne. Oh. Was ist denn das für eine Art, sich zu freuen? Oh. Ja. Okay. Und jetzt? Das war der erste Punkt. Oh ne. Ja. Das war jetzt irgendwie nicht so wirklich vergleichbar mit dem Drachen vorhin. In welchem Hintern fliegt er diesmal? Schon wieder? Langweilig. Ja, ich glaube, es gibt 5 Stück, hä? Schon irgendwie was. Eigentlich ist es nur irgendwie komplett grenzdebil. Ja. Das passt nicht. Nur einen? Wo war denn der dritte noch gewesen? Das ist ja blöd. Aber Hauptsache ist rubbellos. Ja, klar. Ja, dann kommt jetzt das Highlight mal wieder. Bin gespannt, was hier ein Song kommt. Ob wir ihn denn kennen. Castle Kyle Chaos. Ja, Zeitding. Ja. Ich rubbel hier einen Fall ab, ey, das ist ja der Hammer. Uhu. Ja, wir haben Kuddeltier gewonnen, ich weiß. Ich kann mir auf die Rubbellose einzuführen. Na gut, das war schön. Einer mehr ist nie verkehrt. Yay, oh. 1000 Lums. Ich hab mein Mikro geschlagen. Sorry, Mikro, ich mag dich einfach nicht. Na, wird's ein Kuscheltier? Wird's ein Kuscheltier? Am Platz. So, 2 Sachen noch. Boah. Der UNAV ist das gewesen. Den ich gerade. Ja, ich weiß, dass da Nachrichten sind. Ich will sie mal nicht angucken. Rubbel mich, Baby. Es ist so verstörend. Noch ein altes Origins-Level.
die wir, glaube ich, nicht zeigen werden, weil wer das sehen will, soll sich das Spiel kaufen. Wir spielen nicht alles für euch. So. Was bringt die uns da oben links eigentlich? Will ich auch mal damit gewinnen. Schaltest du die Figuren frei. Hm. So, dann will ich was sagen. Du machst wieder drei Töne lauter. Sehr schöne Tremolo Strings. Und da ist der Song kaputt. Was war das jetzt bitte? Das ist halt auch einfach viel zu schwer. Diese Melodie bisher irgendwas. Mhm. Was ist das? Kenne. Okay, irgendwann. Vielleicht einfach mal nicht ganz so schnell. Geht nicht, weil das Bild mitzieht. Darum sterben wir auch. Schöne Violine. Viola. Was ist der deutsche Name für eine Viola? Ist das eine Violine oder ist das komplett Bratsche. Ah. Viola ist, ist der kleine Bruder von der Violine. Ah. Ein paar Töne tiefer. Allgemein dunkler im Klang. Sieht. Ist, so eine Mischung aus dem Cello und einem Violine. Ich fühle mich geduldet. Meine ich zumindest. So gut kenne ich mich mit Streichinstrumenten jetzt auch nicht aus. Klar. Hauptsache ein Rubbel los. Das ist voll viel wert. 123. Okay, wir werden direkt rausgeworfen. Unglaublich, Albtraum 5 Lose. Ja. Gut, dann machen wir kurz mal ein bisschen Pause. Okay. Dann den Videocontroller auf. Das ist ein Witz, das Ding. Bis gleich. Ja, bis zum nächsten Part.